Gebäudetechnik im digitalen Zeitalter, da braucht es Innovationen. Als Co-Gründer von Swatch kennen Sie sich natürlich mit Innovationen bestens aus. Ist der Mensch vom Charakter her eigentlich innovativ? Der Mensch ist das kreativste Tier der Welt. Wir sind Cousin von Affen und so kreativ muss man nur die Gesellschaft umschauen, die Service, der Kunst, alles was wir machen können. Wir sind sehr, sehr kreativ. Die Baubranche ist ja streng reglementiert durch Normen. Gibt es da trotzdem Möglichkeiten, die Kreativität einzusetzen? Normen sind eine große Gefahr. Normen, Politik sind die Bremse und die Dämpfer eines Autos. Die Motor ist unser Willen, nach vorne zu gehen. Das heißt, der Mensch muss diese Wille haben. Die Politik und die Normen werden sich anpassen müssen zum Teil, weil die Normen sind auch als, sagen wir, Vetterli-Wirtschaftsproblem auch zu sehen. Also es braucht ein bisschen Mut zum Chaos. Chaos ist notwendig, aber eine minimale Regelung ist notwendig auch. Das heißt, man braucht Regeln, um das Richtige zu machen. Zu viele Regeln könnten uns bremsen.